Studierendenvertretung verstehen wir uns dadurch, dass wir die Interessen jedes einzelnen Studierenden vertreten. Egal, was für ein Hintergrund, egal ob männlich, weiblich, egal wessen Interessen, egal was er gerne macht, wie er sich ausgibt. Und dementsprechend ist es uns auch besonders wichtig, diese verschiedenen Hintergründe und diese verschiedenen Eigenschaften hervorzuheben und zu unterstützen, je nachdem, wie wir es können und je nachdem, wie die Studierenden es auch brauchen. Momentan bin ich sehr zufrieden mit dem Team, das wir haben, was sehr bunt gemischt ist, Männer und Frauen und verschiedene Interessen und Hintergründe und auch gar nicht so klassisch geschlechterspezifisch, wie man das vielleicht denken würde. Wir haben zum Beispiel ein Sportreferat, was momentan vor allem von Frauen geleitet wird, und ein Marketingreferat, was vor allem von Männern geleitet wird. Und das klappt wundervoll und es klappt wunderbar und es hat gar nichts damit zu tun, dass die Frauen da weniger für qualifiziert werden. Außerdem natürlich, ich bin Studierendensprecherin, ich stehe der Studierendenvertretung nach außen, aber auch zum gewissen Maß nach innen vor. Und ich bin eine Frau und ich bin auch nicht die erste Frau, die dieses Amt bekleidet. Und es macht bei uns keinen Unterschied. Es kommt auf die Kompetenzen an, es kommt darauf an, was du mitgeben kannst, was du dem Team unserer Studierendenvertretung geben kannst, auf deine Fähigkeiten und nicht darauf, ob du ein Mann oder eine Frau bist.